Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Ausgräber gebaut. Der steht jetzt hier hinten in der Ecke und verrichtet sein sozusagen Geschäft. Und das auch relativ brav, also ordentlich macht er das. Wir tun jetzt schon mal für zwei Upgrades die Technik runterladen. Also, die Technik hat wirklich runterladen. Wir holen einen Lift und pumpen das runter. Besser geht's ja gar nicht. Könnte man in dem Fall sagen, so. Dass wir genug Maschinenteile haben, um das Ding zu upgraden. Gleichzeitig müssen wir natürlich den Müll, den er in diesem Fall auch produziert, direkt wieder verarbeiten. Dafür gibt's auch die Gesteinsanlage, die natürlich dann direkt hier auch stehen wird. Wir müssen sie nur schnell bauen und dann ist die eh ready. Und wenn die läuft, ist es natürlich perfekt. Weiß aktuell nicht, wo sie die Gesteinsabfälle hinlagern. Ah, hier unten hin, okay. Wahrscheinlich, ich könnte den verstärken. Vielleicht ist es gar nicht doof, wenn wir mal auf Temperatur gehen. Schauen wir mal. Terraforming. Und wir haben dieses Gerät hier. Das tut 0,05 pro, soll die Temperatur steigern und braucht Treibstoff und Energie. Dann bauen wir doch mal hier, würde ich sagen, so eine Treibstoffanlage oder so eine Verbrennungsanlage hin, hä? Oh, Marsbeeten, ja super. Unebenes Terrain. So. So, dann können wir hier vorne den Strom anschließen und dann ist Ruhe. Eie. Dann wird das Ding hier auch verstärkt. Fertigbauten verfügbar. Und dann kriegt das hier direkt einen Windpark auch wieder mit. Der das Ganze wieder ausgleichen sollte vom Energieschaden her. Wenn nicht sogar unseren aktuellen Stand verbessert. Keine giftigen Regen mehr, ja, das ist doch super. Keine giftigen Regen wäre ja natürlich schon mal genius. Ja. Ich glaube, die Linden wollen alle starten. Funding received. Start. 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 Gut. Dann schauen wir mal nach Spezialobjekten. Titanium-Projekt. Neue Technologie. Expedition aussenden, klar. Los geht's, Leute. Und dann haben wir hier wieder Vegetation verbreiten. 5%. Da wir auch Vegetation verbreiten. Asteroiden für Wasser. Ich werde für Vegetation verbreiten, weil das ist das, wo wir aktuell am langsamsten noch sind. Wolkensaat. Expedition. Ach, da schicke ich auch schon was hin. Ja, dann machen wir dich hier. Schicken, gut. Schau, wenn die Temperatur steigt, dann sollten wir ja hoffentlich was hinkriegen. Ah, jetzt macht er 0,75. Das ist schon mal gut. Wir geben euch auch gleich alle die Upgrades. Dann geht die Temperatur auch dementsprechend noch schnell nach oben.
Und wir können in kürzester Zeit richtig abgehen. So. Jetzt gehen die anderen auch gleich ins Netz. Zack. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt machen wir 0,55 pro Zoll. Ich glaube, die sind alle noch nicht geupgradet, oder? Doch, oh scheiße, sind sie. Jetzt machen wir 0,6, okay. Jetzt wird hier natürlich auch noch das System hochgefahren, damit wir die Batterieleistung wieder auf einen angenehmen Stand bringen. Weil die machen jetzt Planetenanalyse 2000. Überfällige Mars-Touristen. So, langsam fährt das ganze System hoch. Also ich übertreibe gleich mittlerweile, aber scheiß drauf. Wenn es geht, dann geht's. Lieber zu viel als zu wenig am Ende. Notfalls tue ich es halt wieder zurückbauen. Wir holen jetzt einfach nochmal vom Weltraumlift 100 von dem runter. Wie schaut es mit dem Upgrade aus? Das Upgrade ist auf dem Weg. Funding received. Wir machen jetzt aktuell 0,75. Die sind natürlich jetzt sehr polymerhaftig. Aber hey. Schaut euch mal an, wie gut das Ganze mittlerweile funktioniert. Energie geht massenweise ab. Ah, was kommt jetzt zurück? 7 Passagiere. Ah, das war von der Mission. Das war Le Messiana. Vegetation fliegt auch zu Vegetationsverbreiten. Du kriegst auch nochmal das Upgrade. Du kriegst auch das Upgrade. Du kriegst genauso das Upgrade. Jetzt soll man richtig ordentlich noch was machen. Wo sind diese nicht gesteuerten Drohnen? Was machst du hier? Schicken wir das Team mal hin. Oh, jetzt hat... Haben sie aber nachgelegt, du. Also rein theoretisch mit der Farm kann ich... 6, 12... 18, 24, 24, 30, 32 von den Anlagen betreiben. Ist natürlich schon ordentlich, ne? Ah, da kriegen wir natürlich die Temperatur auch endlich mal auf einen passenden Wert. Da geben wir jetzt natürlich einfach mal mega Gas. Dann sollte sich auch vieles verändern. So, wir bauen jetzt hier mal eine richtige Massenanlage. Also heftiger geht's nicht. So. Damit werden wir so richtig übertreiben. Kein giftiger Regen mehr, das ist natürlich mega geil. Touristenbelohnungen. Habe ich nur noch... Was? Hier sind doch noch ordentlich Touristen. Wir holen jetzt nochmal 4 Raketen mit Passagieren. Für Touristen haben wir noch ein paar. Starten. Passagierrakete starten. Passagierrakete starten und noch eine Passagierrakete starten. So. Wie schaut es bei ihm aus? Ah, er hat das Upgrade angenommen. Perfekt. Und der buddelt sich jetzt hier schön durch. Jetzt haben wir nochmal die Produktion natürlich. Assistierte Selbstverbesserung habe ich gerade bekommen. Ne, langsam wird's aber. Der
Wasserstand steigt auch. Wir sind bei 80%. Schon brutal. So, die ziehen jetzt die Anlage hoch. Die sind noch nicht mehr überlastet. Obwohl ich glaube mittlerweile, dass eigentlich unsere Drohnen down voll überlastet sind. Auch nicht. Wie schaut es mit unserer Treibstoffproduktion aus? Dass nicht am Ende zu wenig Treibstoff da ist, das wäre ein bisschen blöd. Haben wir noch eine Mission offen? Ressourcen. Das ist doch gut. Expedition, also die Expedition mache ich gerade. Die Expedition mache ich auch noch. Dann machen wir halt die auch noch. Na kommt. Haut die Temperatur in den Himmel. Sollen wir die schon mal verbessern, damit wir nicht jedes einzelne verbessern, aber ein paar immer wieder. Ja, das ist jetzt hier nicht der Weltuntergang zum Glück mehr. So, zack. 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 Und zack, jetzt kommen die Raketen runter wieder. Schau mal, wie viele Kolonisten jetzt abreisen wollen. Es kommen auf jeden Fall einige jetzt dazu. 22. Ist doch eine schöne Zahl. Oh, sind die Hotels jetzt voll? Fast. Schick, fast volle Anlage. Sowas höre ich und sehe ich doch gerne. Funding received. So, Alter, wir haben schon 10 Milliarden mehr. What the fuck? Was wartet die Rakete noch auf die ganzen Zusätze? Ist das die Anlage, die hier arbeitet die ganze Zeit? Scheint so, oder? Ist es die hier? Du brauchst auf jeden Fall auch noch Verstärkung. Dann sind wir schneller hier am Ladesystem und allem. So. Wie schaut's aus? Ah, es werden mehr. Die Masse erhöht sich. Natürlich müssen jetzt auch überall noch Treibstoff nachgeliefert werden und alles drum dran. Das ist natürlich der nächste Spaß. Aber dafür haben wir ja die Leute hier, die jetzt es hoffentlich gut durchführen. Ja, abgeschlossen Wolkensaat und Vegetation verbreiten. Gibt es als neues Projekt. Ich hoffe, dass das jetzt langsam einfach von selber wirklich verbreitet, wirklich schön wird hier. Und dann können wir alles abschalten, was wir so als Helfer mittlerweile haben. Und haben alles grün. Das wäre wunderschön. Alter, die Maschinen, die gehen ab. So, mittlerweile machen wir 1,4 pro Soll. Reisende, was? Das sind jetzt mehr geworden. Ah, hier gehen jetzt auch welche rein, okay. Na, dann starten die jetzt hier mal zuerst. Will hier noch jemand einsteigen? Ich hoffe mal nicht. Und der will hier abreisen, okay. Na, dann starten wir doch mal das ganze Ding wieder, oder? 100 Touristen, die wieder verlassen haben, das Gelände. An jeder Ecke. Das ist echt... Oh, 100. Ja, das ist echt für unsere Verhältnisse niedrig. Brauchen wir instant Nachschub von 200 Stück. Es tut halt absolut nicht mehr weh, wirklich, ne? Ist eigentlich schon wieder irgendwie unfair. Ah, das ist zu geil. Ah, das ging auch gut voran.
We have a delivery on the space elevator. Alter, ich sehe schon fast nichts vor Rauch. Qualmt doch mal ein bisschen grüner. Wie viel machen wir mittlerweile? 1,6. Jawohl. Jetzt ziehen wir nach hier. Wie schaut es hier aus? Ah, langsam werden die Anlagen leerer. Schön. Spezialproduktion, Vegetation ausverbreiten. Dann bringen wir die Maschine zurück hier. Gut. Hier ist eine kleine Stelle, die muss bitte mal gereinigt werden von unserem Kollegen. So. Schaut doch gut aus. Ah, das wird schon, das wird schon. Funding received. Perfekt, so. Mhm. So. So. Und nein, der andere hier so. 1,8. Alter, das ist zu brutal. Aber ich merke auch gerade, dass wir das erste Mal gleich seit langem Treibstoff eher verlieren. Ihr produziert Sauerstoff. Ich brauche noch ein paar Raffinerien. So, dann machen wir jetzt hier noch eine Verkabelung lang. So. Brauchen die auch Strom oder wie schaut es hier aus? Ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Alter, die Anlage. Sehen wir das Augenmerk. 2% pro Zoll. Pro Zoll. Das ist auch mega gut. Wieder ein bisschen Ausstrahlungsgeld bekommen. Tourismusbelohnung. Wie schaut's bei ihm aus? Ah, mehr Maschinenteile. Der Stand ist schon wieder niedrig. So können wir auf jeden Fall noch den Treibstoff nachproduzieren, den wir brauchen. Ja, wir brauchen... Aha. Der Bedarf ist null? Megasatellit, jawoll. Wo ist er? Megasatellit? Nee. Megasatellit, hier haben wir ihn. Rakete geht verloren. Okay. Ergebnis 10%. Holy shit. Expedition aussenden. Ein bisschen Wolkensatt noch. Expedition aussenden. Habe ich noch einen? Expedition aussenden. Die Rakete geht verloren. Schade, aber immerhin. Das wird nicht schlecht sein. So, ich hoffe mal, dass wir durch die Verdopplung unserer Produktion jetzt einen... Ah, wir müssen natürlich noch die Upgrades reinhauen. Aber dass wir dadurch natürlich eine um einiges verhöhte Menge an Treibstoff wieder kriegen. Weil wir mittlerweile ja so viele Projekte starten. Wir starten hier und dort eine Rakete und dann mal hier und da wieder. Wir kaufen noch eine Rakete für 3 Millionen, nochmal für 3 Millionen eine Rakete. Passagierrakete starten, noch eine Passagierrakete starten und noch eine Passagierrakete starten. Ah, das sollte passen. Für die nur noch weg wollen. Eieieiei. Oh. Hoho.
Es wächst. 2,1 pro Soll. Wie schaut's aus? Der ist fast ready für seine Wolkensaat. Und er, ja, braucht noch ein bisschen, aber wird schon. Ich sehe nur noch einen Himmel voller fliegenden Viehdingern. Wir kriegen es trotzdem nicht hin, dass wir Eisen so schnell abräumen, dass da irgendwas wäre. Also ich glaube, mit der Menge sollten wir fürs Erste relativ gut auskommen. Asche an. Unser Energiebedarf ist relativ hoch mittlerweile. Sogar richtig hoch. Ich glaube, ich muss noch eine Reihe von unseren Kollegen hier bauen. Mit denen kommen wir ja schon weit. Danach wird es eh wieder besser. Sobald wir die 100% erreicht haben, können wir das Ganze wieder abreißen. Aber bis dahin will ich, dass wir hier eine gescheite Produktion aufstellen für das ganze Zeugs. Ah ja, unsere Kollegen, die den Urlaub haben wollen bei uns, sind auch schon da. Ah, jetzt nimmt die erste Turbine wieder Schwung auf. Ah, jetzt haben wir nicht nachts schon keine außenreichende Produktion gerade mehr. Und schon schalten wir gegen. Schaltet die Motoren an, würde ich sagen, in dem Fall. Mit den erhöhten Motoren ist natürlich einiges wieder zu machen. Jetzt haben wir den 100er Puffer. Am Anfang war 100 ja eigentlich so unvorstellbar. So, what, 100? Wie das denn? Und heute ab 100. Pff. So, 80% schon Wasser. Lego mio. Langsam werden wir echt gut hier drin. Ja, Asteroidenfänger, da sind wir auch schon gleich. Vegetation verbreiten. Ist auf dem Weg zu einem Spezialprojekt. Na, ja, ist ja schon alles echt langsam grün. Wir nehmen mal so ein Vegetationsding und schauen uns nochmal die Karte an. Oh, schau an, wie sich mittlerweile die Verfärbung abgibt. Mit jedem Mal Regen wird es besser. Deswegen, je mehr Regen wir haben, desto besser ist es natürlich für die Vegetation am Ende. Okay, das sind jetzt die Raketen hier oben, wenn ich mich nicht irre. Das ist recht zum Liftoff. Du auch. Weltraumspiegel. Asteroidenfänger, 2 Marsbögen. Mhm. Das war jetzt schon mal wieder was. 2 Gebäude beschädigt. Eieieiei. Neues Projekt Asteroidenfänger. Abgeschlossenes Projekt Asteroidenfänger. 85%. Alter, das ist heftig. Obwohl, wir müssen auch sagen, wir holen live hier auf. 2,5% tun wir hier pro Soll uns verbessern. Bedeutet, in 4 Soll haben wir jeweils 10% geschafft. Das ist natürlich, so ein Soll dauert lange wiederum, aber ist trotzdem ordentlich, was jetzt passiert. Ja, dann tun wir den abreißen. Überfällige Touristen. Warum sind denn überhaupt hier Touristen?
Brauche eine leere Rakete mal bitte in diesem Fall. Sind wir komplett verwirrt. Was ist das jetzt hier? Ist mit Vorräten und Passagieren von der Erde beladen. Kann wieder zurück zur Erde fliegen, wenn sie aufgetankt ist. So. Die fliegen zurück. Weltraumspiegel starten. Die Schönheit eines Weltraumspiegels kann selbst den erfahrensten Raumfahrtingenieur innehalten lassen. Als der Weltraumspiegel in die Position gebracht wurde und verehrte Sonnenstrahlen zu uns sandte, machte sich auf allen Gesichtern in der Einsatzleitung eine Spur von Stolz breit. Cool. So. Alter. Haben wir den nochmal? Ich glaube es mal nicht, aber sehr cool. Meteoritenfänger, können wir wieder was? Meteoritensturm, also ja, okay. Das sind die giftige Regenfälle. Giftige Regenfälle gibt es ja nicht mehr. Expedition aussenden. Schicken. Eigentlich nur die Vegetation, die aktuell so ein bisschen Probleme macht. Was? Von Aufforstungsfabriken kriege ich nichts? Die bringen nichts mehr? What? Hat er schon ein Loch gegraben oder bleibt er ebenerdig? Das wird noch interessant zum Zuschauen. Mittlerweile schaut es so aus, als ob sie wieder die Steine vollfüllen. Bedeutet, wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal so einen Gesteinsverarbeiter. Damit die das aufholen. Die geben auch Vollgas. Mhm. 14 mal wieder 4,4 Schaden. Hier wuselt es aber auch wie Sau. Hier geht's echt ab wie sonst noch was. Wie bei Schmitz Katze. Ist das die geholte? Hm, das wird die geholte sein, damit die hier irgendwo landen kann. Damit die Deppen, die sich viel verirrt haben, auch wissen, wo sie hin müssen. Nicht funktionierendes Gebäude. Also, ja, okay, Steine kriegen wir schnell, ja. Das ist jetzt kein Problem. Ich glaube, ich sollte hier oben noch so ein Nahrungslager errichten. So. Überfällige Touristen. Ja, dafür haben wir jetzt hier eine Rakete stehen. Die können sich jetzt selbstständig hier nach Hause fahren lassen. Jetzt müsst ihr nur noch die Rakete bitte starten. So, die Mission ist gestartet. Wir brauchen eine Rakete, die startet bitte. Und noch eine Frachtrakete, die startet. Denn wir wollen natürlich weiterhin in der Zukunft auch Missionen durchführen und dafür brauchen wir natürlich wieder Raketen. Aber ja, das wird natürlich noch kurz dauern. Hier steht über Stein rum, aber ich hätte gern, dass es regnet wieder eine Runde noch. Na, aber schau, wir sind jetzt schon bei 79%. Hier hat sich aber nichts verändert. Magnetschilder. Hm. Wie schaut's hier aus? Mars-Diät ist bei 80%. Ordentlich. Kernwärme-Converter. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich. Erzeugt Wasser auf der Atmosphäre, neues Gebäude, Feuchtigkeitsreparaturen. Das können wir gebrauchen. Polarkartenschmelzen, ob wir das noch brauchen?
Ist halt so eine Frage der Ansichtssache, ne? Alle Spitzen sind als Fertigteilen verfügbar. Fusionsreaktor, Selbstregler verringert die Anzahl der Arbeiter. Künstliche Sonne, das hört sich doch mal nach dem Plan an. Einfach mal eine künstliche Sonne. Ja, da gab es Auslagern. In den nächsten fünf Auslagern. Kriege ich jetzt extra? Outsourcing. Erforschung pro Sol 3000. Das hört sich nach passend an. Auslagen kann ich nochmal. Du darfst im Moment keine weiteren Forschungen an die Erde auslagern. Okay, schade. Schade, das wäre zu cool gewesen jetzt noch. Du willst starten? Ja, du hast Starterlaubnis. So, okay. Kontrollzentrum. Strombedarf, Wasser, Gebäude insgesamt 900. Ja, okay, ich übertreibe auch teilweise. Hier sind wir relativ gut dabei schon. Problematisch, Kolonisten 4. Gesteinsapfel 21.000. Hupsi. Forschung soll 3.000. Transporte. Mhm. Stromnetze. Netz 1. Ist es gleich das 1 der leeren Netze jetzt? Zwei Netze jeweils. Ich habe zwei Netze? Lebenserhaltung, jetzt habe ich 1. Gelagerte Ressourcen, Änderung plus 66. Gebäudefarben. Surviving Mars. Aha. Guck mal, sind jetzt die Gebäude rot geworden, nachdem ich das im Kontrollzentrum verändert habe? Regenwald grün. Oh, schaut auch mal schick aus. Schließen. Funding received. Ah, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Ach, jetzt ist alles andersfarbig. Holy shit, jetzt ist alles grün. Alles grün hier. Ja, das ist ja super. Beton schaut auch gut aus. Mhm. Der buddelt fleißig. So, ist das jetzt eine leere Rakete? Die sind dann beide für hier. So. Die kommen jetzt runter. Dann kriegen die nicht wieder Missionen auf, die wir gerade noch zur Verfügung haben. Warte mal, vielleicht sollte ich die erste Rakete noch landen lassen, ne? So. 5%. Na, das ist nicht nötig. Das schicken wir einfach mal aus, damit es weggeht. Das bringt sich uns eigentlich auch nichts. Da schicken wir schon eine Expedition hin. Da kriegen wir Geld für wieder. Also eigentlich könnten wir nur noch das machen. Ah, die wird auch schon gemacht. Scheiße. Meteoritensturm ist auch schon mittlerweile scheiße. Ach komm, wir gucken mal, ob wir da doch noch was kriegen. Schicken. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.